Auf großer weiter See. Da tun mir die Knochen weh. Keine Ahnung, warte, weiß ich nicht. Überall die Aura Nodis, ey. Ich würde die gerne mal scannen jetzt. Überall ist hier Wüste. Das gibt's doch, ne. Mir wird das Spiel irgendwas sagen. Ich will aber nicht mal Wüste bauen. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also nicht am Anfang. Am Anfang möchte ich einfach, ganz einfach, einen ganz normalen Wald. Von mir aus, wie gesagt, so ein Magic-Wald, wo die Feen immer rumfliegen nachts. Das ist auch okay. So ein Wald hätte ich echt gerne mal als Startgebiet. Fände ich so mega schön. Falls jemand von euch den Seed auch spielt, ne? Und weiß, wo so ein Wald ist. Ihr könnt ja, wenn ihr also den Atlas schon habt, mal einen Screenshot, also mal weggehen, einen Screenshot machen. Ne, ihr seht ja, wo ich gestartet bin. Und dann einfach mal hier zum Beispiel oder da, ne? Zeigt mir das und dann weiß ich ja mal, wo da eventuell was sein könnte, auch bei mir. Es wird immer ein bisschen noch neu generiert, also es ist nicht alles genau an derselben Stelle, aber an sich in etwa. Und da ist die Chance hoch, dass ich dort oben dann auch so ein Biom finde. Aber natürlich nur, wenn das Biom groß ist. Ihr könnt mir dann den Screenshot gerne über den Discord, über die Discord-Gruppe schicken. Ich überlege gerade, wo der Link ist. Ich glaube, bei dem Final Fantasy Stream ist der Link mal, ist sogar mit drin. Also in der Beschreibung. Mal ein bisschen mal gucken mit dir. Wenn wir jetzt hier irgendwo so ein Gebiet finden würden, ich sag mal mit etwas größeren Inseln, aber doch überschaubare Größe, würde ich vielleicht sogar bauen wollen. Also wenn das dann auch natürlich, also nicht jetzt eine Wüste oder so, sondern richtig schön mit Wald und so. Das erinnert mich damals an meine andere Welt, die ich mal hatte. Die hat mir auch sehr gut gefallen damals. Was ist da unten? Ach, hier Wasser. Ah, okay. Wal. Oh. Eine kleine Insel. Genau sowas. Eine ganz einfache. Aber wir müssen ja sicher hier noch mehr Inseln sein. Die können doch schon ein bisschen größer sein, die Insel. Aber an sich irgendwie ganz schön. Ja. Oh, das ist bestimmt wieder so eine Wüsteninsel. Ich möchte einfach einen Wald. Ganz einfachen Wald. Ich bin nichts extra. Was ist das? Ach, oh, sah komisch aus. Nee, ist auch normal. So relativ. Es wird viele Thumbnails geben, wo ihr nur das Meer seht. Ob ich nach Norden gehe? Ich gehe einfach nach Westen, komm. Die ganzen Aura Nodis. Ich wünschte, ich könnte die scannen, aber kann ich leider nicht, weil ich das Boot immer scanne. Schade. Sehr schade. Und was gibt's bei euch so Neues? Wir haben ja gerade nicht viel zu tun. Wir fahren ja bloß über den Ozean. Schau mal Licht an. Oh, was haben wir hier? Dahinter, das. Oh, oh, ah, oha. Mit Fichten war. Oh, ist das eine Insel? Sehen Sie bitte noch irgendwo mehr Inseln, bitte. Finde ich interessant. Oh, die ist sogar ein bisschen. Ist das größer oder ist das. Das ist. Fast, gefällt mir, muss ich sagen. Gefallen tut mir das. Das sieht echt schön aus. Sind zwei kleine Inseln hier. Doch ein bisschen erhöht, also nicht komplett gerade hier unten, ne? Sind verschiedene Holzer drauf. Man könnte als Bauprojekt eine riesen Pontonbrücke irgendwo hinbauen. Müssen wir alles hier neu abscannen quasi. Guck mal, wenn man weiter weg ist, ist alles wie so ein Stern. Die Sterninsel. Voll gut eigentlich, oder? Weißt du was? Das markiere ich mir. Die Stelle.
sind zwei, eine große Insel mit einem, mit einer kleinen Auswölbung und noch eine kleine extra. Zwei Inseln. Oh Mann, Klammer bitte. Das finde ich echt schön. Guck mal, die letzte war hier. Das war auch, das war die Inselbauplatz eventuell. Schöne Ecke. Das war, ja, das hatte ich im Stream noch gefunden. Dort oben drauf bauen, weißt du? Hier so eine Brücke rüber vielleicht. Aber pennen können wir auf der mal. Ganz dringend, ganz, was denn jetzt? Ist das Boot einfach kaputt gegangen? Okay. Gestrandet auf der Insel. Finde ich auch ganz schön. Man könnte... Ich finde, es bietet... Ach, warte mal. Ich finde die Insel ziemlich cool gerade, also... Und auch sehr schön vom Bau, als Bauplatz finde ich die mega schön. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Oder vielleicht hier auf dieser Insel, ne, ein bisschen begradigen, klar, dass man halt mehr Baufläche kriegt. Ruhig ein bisschen begradigen. Die vielleicht auch. Wartet mal. Ich muss kurz mal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein Haus drauf baue, ne, mein kleines Häuschen so, lala, die hier eine ganze Ecke begradige, also wo ich dann vielleicht hier irgendwie hier so die Höhe, zack, ne, erstmal Massenressourcen, schon mal der eine Pluspunkt. Der andere Punkt, könnt, was ich dann hiermit machen könnte, ich könnte dann hier oben ein kleines Dorf drauf bauen. Wir wären nicht allein, wir wären nicht allein. Und... Ich meine, Meer ist und so immer schön, ne? Ich mag, was ich sehr mag, was mich persönlich beruhigt, das ist einerseits das Geräusch von Wasser und Gewitter. Gewitter mit Regen, mit so Regeln runter, ne? Wenn der Regen so runterprasselt und dann hört man so leichtes Donnern ein bisschen weiter weg. Wunderschön. Und hier hat man so ein kleines Dorf vielleicht mit ein paar Feldern. Dort hat man den Leuchtturm vielleicht. Hier den kleinen Hafen dran vielleicht, so, ne? Ich meine, die Ecke ist echt schön. Und guck mal, es ist im Endeffekt weit weg von... Wo ist denn das letzte gewesen? Hier war bis Insel. Hier war ein bisschen wüstenmäßig, technisch, hier so... Eine kleine, gemäßigte Insel mitten im Meer. Ich würde mir die echt mal merken wollen. Ich habe noch keinen Teleporter-Mod drauf. Aber, ich will noch einen drauf machen, eventuell. Mal gucken, ob ich denselben mache wie damals. Oder vielleicht den anderen, ich weiß es noch nicht. Aber hier, wir können mal kurz den Boden hier abscannen. Wie sieht denn das hier aus so? Ah, ist normal, hier ist nichts irgendwie Besonderes, wo man jetzt sagt. Ah, interessant. Nee, alles. Birke geht nicht. Ja, geht natürlich auch nicht, Quelle des Lebens, klar. Normales Gras geht auch nicht. Laubhaufen geht gar nicht. Okay. Ich meine, ne, hier, das wäre schon... Wir haben Holz. Ich habe auch noch andere Hölzer mit. In den Rucksäcken habe ich noch ein paar andere Hölzer. Und wir können natürlich, ich sag mal... Stellt euch mal vor. Man hätte jetzt hier zum Beispiel dann noch hier unten irgendwo kleine Wege mit so... Obwohl, mit so kleinen... Pontonwegen, ne? Also wer das nicht kennt, Pontons, das ist, ich habe jetzt bloß ein Beispiel aus, ganz früher aus so Kriegszeiten, wo man zum Beispiel einen Fluss hatte und man hat dann Boote genommen, hat die aneinander gebunden, die Boote, ne? Dass die quasi wie eine schwimmende Brücke gebildet haben, hat dann dort drauf eine Lauffläche gebaut mit Planken, als dass man halt direkt drüber laufen konnte. Eine Art provisorische Brücke. Stell dir vor, wir hätten so eine Art Pontonbrücke mit so Booten oder so. Einfach Schwimmkörper, hier so ein Stück rein, hätten dann immer wieder so runde große Boote oder halt so wirklich optische Boote, ne, immer wieder so ein paar, wo dann halt zum Beispiel die Felder drauf sind, wo Bäume angepflanzt werden. Wisst ihr, wie ich es meine? Ja, voll cool. Wir können euch das hier zur Hauptinsel machen, also wo ich mein Haus drauf baue im Prinzip. Und dann hier auf die, auf das Kleine hier. Quasi ein kleines Dörfchen drauf bauen. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ich bin von adligen geblüht, ja. Ich darf ein bisschen mehr Land für mich beanspruchen. Aber wir fangen ganz klein an, so mit so zwei kleinen Inseln. Und irgendwann bauen wir von hier aus dann so eine Pontonbrücke zum Laufen, für Kutschen und vielleicht mit einer kleinen Eisenbahntrasse über eine endlos lange Pontonbrücke ans Festland oder zur Arninsel vielleicht. Oh, da ist ein gottwaliges Wort. Wäre auch ziemlich cool eigentlich. Wahl. Was ist das? Achso. Also die Insel hier finde ich gerade ziemlich cool. Ich fände es jetzt irgendwie mega cool, wenn da vielleicht nochmal so eine Insel wäre. Vielleicht von der Größe. Oder vielleicht dort ist so ein Stück wirklich da, wo die Seetang-Teile sind, ne? Vielleicht nochmal so eine Größe von der Insel, so nochmal eine kleine oder so. Und da vielleicht nochmal eine. Das ist noch so ein bisschen mehr. Aber ich will aufschütten, ist eher unwahrscheinlich. Aber mit so Schwimmkörpern könnte man halt so kleine Boote quasi bauen, wo man noch was anbauen kann drauf auf den Booten. Ne, dass man die Boote dann quasi nutzt. Oder man baut das so, wie ich zuerst gesagt habe. Erinnert euch noch an die Idee. Ich hatte ja damals auch einen Bauplan. Da wollte ich ja die von der Hobbit gab es doch die Seestadt. Und die Seestadt wollte ich für mich schon immer mal nachbauen. Die hatte ich sogar auf meiner Liste von meiner allerersten Welt, damals von der allerersten Minecraft-Welt, hatte ich die ja auch mit draufstehen. Könnte man hier umsetzen. Dass wir quasi die Insel hier, die kleine, ein bisschen begradigen. Ne? Die große begradigen wir auch. Dort mache ich mein eigenes Haus drauf. Mit natürlich Hof, mit Lebensmittelanbau, pipapo. Und hier die Stadt, die bauen wir hier auf Stiegen ins Wasser rein quasi auch teilweise. Also auf der Insel sind natürlich auch ein paar Häuser, ein paar große. Ne? Also ich produziere quasi die Lebensmittel für das Dorf hier, für die kleine Stadt. Und hier gehen überall Stege ins Wasser. Nicht zum Anlegen für Boote, sondern da hast du halt überall an dem Steg hast du kleine Häuser dran. So kleine Baracken, die halt mit Holzsäulen ins Wasser gehen. Oder halt teilweise vielleicht auch wirklich auch auf Schwimmkörpern schwimmen. So kleine Hausboote, die einfach. Da können wir das mit Immersive Engineering machen, dass die dann quasi mit so Kabeln irgendwie am Steg befestigt sind. Das wäre auch voll gut eigentlich. Oh, eine gute Idee. Oh, verdammt. Also, das gefällt mir. Ihr kennt mich, ne? Ihr merkt gerade, dass ich begeistert bin. Ein bisschen. Man kann was draus machen. Man kann richtig schön was draus machen. Klar, man hat jetzt nicht irgendwas, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal irgendwie erkunden, ich laufe jetzt mal in die Richtung. Ist natürlich schwierig, aber baut man sich ein Boot, fährt man los. Oh, gut. Ich habe ja das, der Mod mit diesen Booten, den ich damals drin hatte, ne? Der wäre ideal jetzt natürlich, ne? Oh, verdammt. Ich könnte den reinmachen, aber der war halt sehr unperformant, sage ich mal. Ich wollte so die krassen, unperformanten Mods jetzt eigentlich rauslassen. Darum habe ich aber jetzt auch War nicht mehr drin. Und einige andere habe ich nicht mit drin, gerade wegen der Unperformanz. Das ist halt. Da kommst du nicht durch, das ist eine Insel. Ich würde sagen, wir fahren noch ein Stück weiter und gucken, was wir noch so finden. Aber ich würde die Insel definitiv mir im Gedächtnis behalten. Ihr könnt ihr euch ja auch mit merken, ne? Ihr kennt mich, ich bin vergesslich, ich habe ADHS. Sehe ich irgendwas anderes, ist alles andere vergessen. Merkt euch mal die Insel mit, okay? Merkt euch mal bitte die Insel mit. Ich finde die ziemlich gut. Ich denke, hier kann man einiges draus machen aus der Insel. Guck mal, hier, laut hier hat die sogar eine Connection, hat die aber gar nicht. Ich würde jetzt irgendwie gerne mal hier rumfahren und so gucken, was hier noch ist. Ich fahre mal kurz, ganz kurz hier so in dem... Was ist jetzt los? Hallo? Was hier? Sag es nicht, da ist ein Sumpf! Boah! Why? Just why? Nee, ist kein Sumpf. Noch ist ein Sumpf. Ah, die Bäume sehen komisch aus. Hä? Was ist denn das? Aber es wird als Sumpf deklariert, ne? Es wird als Sumpfgebiet deklariert. Okay, interessant, hier ist ein Sumpfgebiet. Haha. Was ist das? Hier müsste irgendwo ein Zirkel sein oder ein Haus von der?
Da ist noch das im Boden. Was ist denn das hier unten, bitte? Warte mal. Ich lege mal kurz hier an. Nein, nein, brems, 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 brems. Hops. Geh kaputt. Habe ich das Boot? Wo ist mein Boot? Hä? Ah, da ist mein Boot. Gut. Moment, ich gehe mal ganz kurz. Tauchstation. Was haben wir hier? Was ist denn das? Was ist das? Und wo sind die versteckten Kisten? Ah, hier ist eine Kiste. So, von wegen versteckt. Fisch-Sandwich. Oh, auch was Leckeres. Ich muss mal wieder, warte mal. Habe ich hier irgendeine Luftblase? Habe ich nicht. Doch, da. So. Bleib mal kurz hier stehen. Moment. Also, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Ich könnte mir hier sowas reinpacken. Hier so hat. Das würde nicht reinpassen. Ätherische Essenz. Wo habe ich denn das? Hier. Das kann ich hier stacken. Und das können wir da stacken. Perfekt. Was zu essen mitnehmen. Gibt's hier noch was? Eine Kiste? Sieht nicht so aus, ne? Ah, okay. Na gut, also hier ist direkt. Das ist halt wieder so ein Punkt. Dieses Sumpfgebiet stört mich halt. Mal wieder. Das ist so ein kleines Detail. Ja, mag man jetzt sagen, ja, du bist aber da hinten, ist da egal. Ne, ich weiß, dass es da ist, mich stört das. Ich will dort, wo ich baue, in der Umgebung auch alles schön haben. Nur sowas um Terraform ist ein bisschen utopisch. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. So ein Sumpfgebiet. Ich will nicht als nächstes ein Sumpfgebiet erobern. Aber das wäre ziemlich cool, weißt du? Ich könnte. Das ist jetzt, ist dann mein kleines Königreich sozusagen, ne? Das ist mein kleines Reich. Je mehr ich einnehme, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Brücke hinbaue, gucke ich mir das Biom an, bis wohin das geht und mache dann, sieht dann so ein bisschen Grenzsteine kann ich ja bauen, ne? Und das dann erweitere ich mein Reich und je größer mein Reich ist, umso höher, also umso größer kann ich quasi mein Haus hier bauen, was ich hier habe. Wäre eigentlich ziemlich cool, die Idee. Ich laufe jetzt mal hier rum und guck mal, wie groß, ob das, wenn das eine Insel ist, okay, wenn es eine Insel ist, wäre es cool. Wo kommt die Zirkelhexen her? Hier ist nix. Verschwindet. Das ist irgendwann bald, denke ich, vielleicht eventuell mein Reich. Mal gucken. Geht einfach. Geht. Oder ich vertreibe euch. Da hat er nichts zu lachen, das verspreche ich. So, da ist noch einer. Gibt's doch nicht. Ich muss was essen. Hier ist Matsch. Alles voller Matsch. Okay, nee, sieht ein bisschen größer aus hier. Oh, hier haben wir einen kleinen Tümpel. Oh, interessant. Ich wünsche, ich kann einmal kurz fliegen. Einfach einmal rumfliegen und rumgucken. Ah, das ist natürlich der Sinn der Sache. Die Bäume sind schon irgendwie cool. Schön groß alle. Kriegen wir viele Ressourcen hier in der Ecke. Ist nicht verkehrt, ne? Gut. Ich sag mal, eine Wüste hätte mich jetzt mehr gestört. Also es ist gerade irgendwie gar nicht. Oh. Schlammmaske. Soll ja gut für die Haut sein. Wäre es nötig halt nicht. So, oh, guck mal, hier ist normales. Nee, die Bäume da in dem Magic Biome sind blau teilweise mit. Okay, ist schon interessant, hier hinten geht es also gleich in ein nächstes über. Okay. Okay. Das ist fast das richtige Biom, allerdings müssten da blaue Bäume sein. Aber das ist ja schon mal ganz cool hier. Okay, ich gehe mal kurz gucken, wie das weiter hier vorne geht. Ob das jetzt hier rumgeht. Oh, hier ist die große Fläche dahinter. Ja, vielleicht laufe ich, ich meine, es wird jetzt die letzte Aufnahmesession gerade erstmal sein. Ich werde dann später vielleicht. Oh, was kommt hier vorne?
ja, was ich sagen wollte. Wow. Okay, es geht hier lang. Mal gucken, wie weit das hier jetzt geht. Das würde mich interessieren. Oh, hier oben dann, ob hier auch noch was ist. Tricky, sage ich mal. Was ist denn das? Das ist ein Geisterbiom, so ein Geisterbaumbiom. WTF habe ich noch nicht gesehen. Also noch nicht, also nur auf Bildern, aber noch nicht selber eins gehabt, auch in der alten Welt nicht. Ich würde mich gerne die Aufnahmesession jetzt erstmal beenden wollen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich in dieser Aufnahmerunde natürlich a place to be, also einen Platz zum Bleiben finde. Das wäre echt super. Das ist Gift, ne? Das ist, glaube ich, Gift hier. Warte mal, Lumi Dirt? Gift, ja, ja. Mhm. Lumi Dirt geht auch nicht, okay. Ah, ja. Ich bin froh, dass ich kurz mal kurz einen Cut gemacht hatte gerade. Okay, hier geht's nach unten dann. Da drüben. Das. Insel. Also Insel, da könnte ich dann... Nee, das ist ein großer Wald, der geht hier unten rum. Das ist der Wald. Ha, na, das ist wirklich schlimmer als... Vielleicht gucke ich mal offscreen. Vielleicht gucke ich einfach mal aufs Screen kurz, einfach ob hier oben was ist, ne? Und ob was hier noch ist. Das zeige ich dann in der nächsten Folge, okay? Also wenn ich das nächste Mal aufnehme. Wir gucken mal, ich hatte gehofft, dass ich in dieser Aufnahmesession meinen Platz finde, wo ich bauen möchte. Wir haben, also ich habe was sehr Positives gefunden. Die Insel ist echt gut. Die gefällt mir sehr. Nur das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Mal gucken, wie es hier aussieht. Bis jetzt gefällt mir das, was ich hier sehe, auch nicht. Mal gucken, wie es hier oben aussieht. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Tschüss. Ach ja. Livestream von Minecraft würde ich gerne erstmal so ein bisschen lassen gerade, weil es halt schwierig für mich ist, weil ich jetzt auch viel, wie gesagt, draußen bin. Aufnehmen ist für mich jetzt angenehmer momentan. Schauen wir mal, okay? Schauen wir mal. Also, bis die Tage, bis zur nächsten Folge.